Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu CSGO Overwatch. Spielt ihr und verschickt gut, dass ihr Kommentare hier und 94! Oder auch mittlerweile CSGO bekannt. Bekannt vor allem. Bekannt vielleicht nicht, aber gesehen als Impact. It's me. Me. Wir schauen uns mal wieder ein Overwatch an, denn ich habe schon lange keins mehr gemacht und ich will mal wieder schauen, ob es besser geworden ist. Solange es keiner 2 wird, alles klar. Ansonsten Abfahrt. Ich trinke mal in Ruhe meinen Kakao hier. Wir gucken uns zwei Overwatches an. Na, alles klar. Abend gerettet für euch. So, und das zwei. Wer fickt mir? Oh, okay, AFK. Cheats einstellen, oder? Es steht 3-5 für die Teros. Unser Suspect hat 13-6 in der ersten Runde. Ist führender. Den könnt ihr jetzt eigentlich hören. Ja, da hätte Terror zu spät reagiert, wa? Oh, eine AWO und AK. Gegen M4. Zehn Sekunden. Kein Diffuse Kit. Leute, don't be a loser by Diffuser. Aber bis jetzt noch nichts Weltbewegendes, meiner Meinung nach. Einer schon auf Short durch. Na, ja, nicht durch, aber. LOL! Shorty Action. Ja. Dass der immer noch Short achtet, ne? Also, ich weiß ja nicht, auf wen die Arme beim letzten Schuss gezielt hat, ne? Aber wie weit der wohl daneben gegangen ist. Oh, einer kommt mit. Okay. Ja, also ob der jetzt anhat, ich weiß nicht. Für mich macht es eher den Anschein, als würde er smurfen. Der hat aber auch eine Stunde Zeit gehabt, Alter. Einer geht laut Tanz, einer ist Tanz drin. Was passiert jetzt noch? Zweite, weiß wo nicht wohin soll. Und hat gerade Team Attack. Hä,
Hätte ich auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich hätte aber auch die... Hätte ich eine Molo gehabt, hätte ich auch geschmissen. Vor allem auch in die Ecke. Weil ich sitze auch ganz gern mal. Ja. Aha. Aha. Okay. Ja, 24-6 ist auch schon hart. Er ist auf jeden Fall ein Smurf. Er cheatet nicht, aber er ist Smurf. Wohl ziemlich rein. Ja. Wobei ich gestehen muss, ich selber habe jetzt auch einen Smurf. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Der ist MG1 jetzt gerankt, ja. Und mein Main ist MG2, also weiß ich gar nicht, ob man das als Smurf überhaupt bezeichnen darf. Und von daher. Aber an sich ist meine Meinung immer noch, Smurfen ist echt das Letzte. Vor allem, wenn man so als Global irgendwie auf Gold Nova 3 oder so smurft, das ist halt... Da sind halt Lichtjahre ein Unterschied. Und ich muss aber sagen, da ich jetzt das Spiel mit CSGO angefangen habe, ich bin jetzt letztes Jahr angefangen oder so mit CSGO spielen, ja. Oder wirklich spielen, also competitive, ja. Ja, da kann auch nichts machen. Und naja. Entschuldigung, ich musste gehen. Ist halt schon ein bisschen spät. Worauf ich hinaus möchte ist, mir fehlt einfach die Experience, ja. Die Map Knowledge, das Map Knowledge. Weil ich spiele ja auch immer so, ich spiele jedes Spiel, und das wisst ihr ja, das wisst ihr auch. Ich spiele jedes Spiel so, als würde ich die mich selber spielen. Ja, und da ich nicht normal denke, funktioniert das meistens natürlich auch nicht. Weil keiner spielt wie ich. Spielt man das. Das war schon immer was Besonderes. naja. What? Oh, Alter. Kann sein, dass angesagt war, aber ich weiß nicht. Das sah ein bisschen komisch aus. Ich spiele auch übelst offensiv. Steppt rein, egal. Geht einfach rauf, weißt du? Das ist halt mega selten. Also ich bin mir zu 90% sicher, dass es smurft. Weil wenn jetzt der Warlock oder so einfach, warum soll er die Decken checken, Alter? Er weiß was.
Ich weiß nicht, also glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist Smurfen auf jeden Fall Spielbehinderung, also auf jeden Fall Griefing. Weil auch wenn du für dich trainierst, du machst anders anderen Leuten, die halt wirklich schlechter sind oder eben noch nicht so viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel mir, nimmt man halt 100% den Spielspaß. Ich will in Cisco, ja, will ich mit Leuten spielen, die genauso gut sind wie ich. So, das natürlich nie zu 100% funktionieren wird oder irgendwie sein wird, weil, wie gesagt, Smurf. Ja. Und dann kommt einer, der seinen Main Rank auf Global hat und spielt dann mit seinem Smurf auf Gold 4 oder MG 1, ja. Und damit machst du und den voll Hard Tries. Das was neuer Gegenstand. Achso. Ja, nice. Einmal aufmachen. Bitte nicht den schwulen Hippogramm, Alter. Machen wir den drauf? Aufkleber, Armbring. Ich weiß leider nicht, wo ich dieses schwule Scheißding drauf. Warte mal, ich hab nicht. Wo ist meine P90? P90. Nein. Ach, komm, das ist schon bereit. Alles klar, Leute. Alles klar. Läuft bei euch. Ihr seht MG2 immer noch. 252 Siege. Leute, ich. 500, keine Ahnung, Stunden. Ich habe jetzt 500 plus Stunden, ja. Oh, ich weiß nicht. Ist immer unterschiedlich, wie an den Tagen, wie ich spiele, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber meistens kriege ich einfach im Laufen immer irgendwelche Bretter in die Fresse. Das ist total weird. Ja. Da fühle ich mich immer so ein bisschen verarscht. Ich kann mal ein bisschen Werbung machen. Pass auf. Den hier, ja. Kingston. Warte. Der habe ich beim. Der hat auch gesmurft. Der ist Globals. Ne, der ist nicht Global. Der ist Supreme, ne? Sekunde. Na Daniel, welchen Rang hast du? Wieso kann ich das nicht sehen? Bestimmt, weil Overwatch durchlädt. Der streamt auch manchmal. Ich weiß aber nicht wie. Und da könnt ihr gerne mal immer mal vorbeischauen. Und zwar heißt der Twitch Stream, ja, ganz normal twitch.tv / K1 NGS0N Kingston halt, ne? Also klein geschrieben alles. Die I ist ein I, ja, das I ist eine 1 und das O ist eine 0. Ich weiß, warum es Ding ist. So, ne? Hier, I ist eine 1, das O ist eine 0, Kingston klein geschrieben, ne? Schaut bei Gelegenheit mal vorbei. Verdammt, warum sieht man jetzt meine Maus? Jetzt muss ich raus haben, oder was? Tab ich halt raus, Mama. Nein, ich will OBS nicht beenden. Sind das Problem, wenn du Rust tabst. So, können wir jetzt gucken, was der hat. Da, hier seht ihr. Ne? Supreme. Supreme. Ja. Kann man mal machen. Ich werde, dass es wieder das 2 wird. Ach, ist das nicht schön, Leute. Mensch, das 2. Wieso sieht man meine Maus? Man kann im Overwatch raustappen, also aus der Third Person ist ja interessant.
Es steht 11 zu 1 für unsere Anti-Counter. Warum macht er da? Unser Suspect hat 10-4. Yeah! Der hat ihn noch getroffen. Hoppla, ich rausgetappt. Meinst du, mein Fehler? Der hat ein Bunny Hop Skript an, Alter. Der hat alles an. Was macht der da? What? Ey, der trollt doch voll rein, oder was? Ist ja alles schön und gut, aber das ist ja wohl die Härte, oder? Diese ganze Zeit No-Scope-Schieße, das ist ja wohl krass, wa? Aha, erste Runde. Erstmal den Dinge kaufen. Also ich reporte ihn auf jeden Fall für Griefing. Never. Der hat an. Der hat aber sowas von an. Alter Vater. Ey, wer liegt halt an mir oder der Prüf feuert übel? Ja, okay, ja, ja, klar. Du hast die Bombe nicht, Boy. Alter, was ist das für... Was macht der da mit seinem Crosshair, Alter? Warum laggt das bei mir? Was ist das? Woher... Ey, ja, auf jeden Fall. Habt ihr das gesehen? Das ist ja wohl die Herde. Ich kann aber auch nicht escapen, von daher. Also, Leute, Butter bei die Fische, ja. Klar, die Kriegs kenne ich normal. Macht Nico die ganze Zeit, ja. Aber Nico guckt nicht so komisch hoch, runter, links, das ist, ne. Und der zieht ja eben mit, beim blauen Container hat er eben rausgefunden. Gesehen. Der war ja wohl übel.
Hat der Lags oder was? Ja, guck mal, der. Kein Wunder. Wie willst du das mit 150er Ping gemacht haben? Nee, Kollege. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht diskutieren, Leute. Der Bobo hat an. Safe. Und scheißegal, was er anhat, der hat an. Und darum kriegt doch alles. Okay. Leute, das war's wieder mit Overwatch. Hat gefallen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.